Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein neues Mediabook von Wicked Vision mitgebracht, das seit dem 25. November 2022 in drei verschiedenen Covervarianten im Handel erhältlich ist. Und zwar ist das Mel Brooks Letzte Verrücktheit bzw. Mel Brooks Silent Movie, wie der Film im Original heißt und auch hier in Deutschland mittlerweile unter diesem Titel vertrieben wird. Dabei handelt es sich um einen Stummfilm und eigentlich habe ich überlegt, ich könnte das Unboxing ja auch so machen, dass ich einfach nur zeige, durchblättere und halt ein bisschen Stummfilmmusik drüber lege. Aber ich habe gedacht, das ein oder andere möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen. So, wir hätten da einmal Covervariante A. So, da haben wir einmal das, ja, das ist das Kinoplakat mit Mel Brooks vorne drauf. Dann hätten wir noch Cover B. Auch nicht schlecht, ja. Da haben wir die drei Hauptfiguren, Dom DeLuise, Mel Brooks und Marty Feldman. Und dann haben wir noch hier auf dem Tisch liegen Covervariante C. So, und da haben wir ebenfalls Mel Brooks, Dom DeLuise und Marty Feldman drauf. Es handelt sich bei diesem Film halt um einen Film, in dem ein Hollywood-Regisseur einen Stummfilm produzieren will. Und das Ganze ist auch ein Stummfilm, also quasi ein sich selbst... ein selbstreferendierender Film, also quasi, es ist was ganz Tolles. Es ist, also Mel Brooks hat ja ohnehin ein paar hervorragende Filme produziert und Silent Movie gehört auf jeden Fall mit dazu. Gedreht wurde der Film 1976 und wie wir hier sehen können, handelt es sich dabei um die deutsche HD-Premiere. Erlebt diesen Klassiker von Mel Brooks neben der Originalfassung erstmals in der rekonstruierten deutschen Kinofassung. Also auch das hat Wicked Vision gemacht. Wir haben hier also auch noch die rekonstruierte deutsche Kinofassung mit dabei. So, und vielleicht ganz wichtig zu wissen, hier hinten steht es drauf, wir haben quasi keinen deutschen Ton und auch keinen englischen, weil das ist ein reiner Musiktrack, weil es ist halt ein Stummfilm. So, und während wir das Teil auspacken, halte ich jetzt doch wirklich mal die Klappe, sag nicht mehr viel dazu und wir machen das Ganze so, wie der Film eigentlich ist, nämlich stumm. Thank you.
Ja, das war's. Mal was anderes. Ihr habt schon gesehen, der ist vollgestopft mit ganz vielen Gaststars beziehungsweise mit ganz vielen großartigen Schauspielern. Ich habe das eben ja auch schon kurz gezeigt. Hier sind also wahnsinnig viele. Hier seht ihr auch den ganzen Cast. Das ist das Who is Who, was damals in Hollywood so unterwegs war. Großartig. Das Papier sehr dick, sehr angenehm. Für meinen Geschmack etwas zu glänzend, aber das ist halt noch ein Mediabook aus dem letzten Jahr. Mittlerweile macht Wicked Vision ja Mediabooks in matter Optik, was mir persönlich besser gefällt. Ansonsten hervorragend verarbeitet, großartiges Produkt und der Film ebenfalls erste Sahne. Ich hoffe, dieses etwas ungewöhnliche Video hat euch gefallen, aber es handelt sich hier auch um einen ungewöhnlichen Film. Von daher denke ich, kann man das schon mal ausnahmsweise so machen. Das nächste Unboxing wird aber wieder wie gehabt sein. Das heißt, ihr müsst mich leider ertragen oder ihr schaltet den Ton weg. So, ihr könnt jetzt gerne unten in die Kommentare was schreiben, ja, und wenn ihr schon da unten seid, ihr wisst ja, wie das läuft, Daumen hoch oder runter, wenn es euch nicht gefallen hat und Kanal abonnieren, empfehlen, Video teilen und so weiter und so fort. Was sage ich euch, ihr kennt das ja. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit, seid schlau, schaut blau und bleibt geil.